Seelze ist geprägt durch den Rangierbahnhof, der in Größe und Bedeutung dem in Hamburg-Maschen um nichts nachsteht. Aber es gibt auch sehr nette, ländlich geprägte Gegenden und so lauschige Plätzchen wie hier am Yachthafen am Mittellandkanal. Gärden ist eine liebenswerte Stadt im Kahlenberger Land mit guter Lebensqualität für Alt und Jung, mit einer sehr guten schulischen Situation, mittelständischen Betrieben, alles in allem ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann. Die Gemeinde Wennigsen am Deister ist ein Ort von hoher Lebensqualität für Einwohner, aber auch für Touristen. Wasserräder zum Beispiel sind ein beliebtes Ausflugsziel für junge Familien aus der ganzen Umgebung. Aber auch eine Firma, die bundesweit bekannte Naturkosmetik herstellt, ist hier in Wennigsen beheimatet. Und nicht zuletzt so eine Institution wie der Ruhrpost zieht viele Menschen immer wieder nach Wennigsen. Basinghausen ist eine uralte Bergmannsstadt. Heute noch kann man sich davon überzeugen, am Kloster steuern. Zudem ist Basinghausen ganz wunderschön am Deister gelegen, aber nicht nur das, sondern auch an einer wichtigen Verkehrstrasse, nämlich der Autobahn 2, und entwickelt sich deshalb mehr und mehr zu einem ganz hervorragenden Logistikstandort.